Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks Replays zusammen mit eurem Rio und heute mal wieder ein kleines Scout Replay mit dem AMX 1390 auf der Karte Feuriger Bogen. Gespielt wird das Ganze vom Cinex HD. Wir sind in einem 10er Match und ja, schauen wir mal, was er hier so anstellen kann mit dem kleinen Gefährt. Witzigerweise hat er mir das Replay geschickt mit einer kleinen Beschreibung. Und zwar, er hat das T49 Replay gesehen. Das letzte, was, glaube ich, eine ganz gute Kombination war aus Spotting und aus Damage. Und hat gesagt, ja, habe ich gesehen, fand ich ganz süß, kann ich besser. Ich habe mal nach meine Replays durchgeguckt. Schau mal hier, ich habe da noch mehr Spotting und Pipapo. Und dachte mir so, hey, cooler Einstieg. Scheint irgendwie, jetzt scheinen die Replays so langsam als Battle zu verkommen, dass Leute dann Replays schicken und sagen, ja, ey, hier, guck mal, ich habe noch mehr gemacht, ich habe noch mehr gemacht. Finde ich prinzipiell ganz witzig, er war auch nicht fies oder hat es auch nicht böse irgendwie geschrieben. Hat noch gesagt, er hat irgendwie schon das dritte Mal jetzt probiert, dass ein Replay von ihm bei mir auf dem Kanal kommt. Und herzlichen Glückwunsch, Cinex, diesmal hat es dann tatsächlich geklappt. A, weil ich die E-Mail ganz witzig fand und den Gedanken dahinter und B, weil es auch wirklich ein gutes Replay ist. So, wie wir hier sehen, fährt er nicht auf so eine Standardposi, wie beispielsweise F1 oder sowas, wobei von der Seite wird es sowieso ein bisschen schwierig, da zu spotten. Er wählt hier einen sehr aggressiven Weg, um zu spotten. Er spottet sehr aktiv und das, obwohl wir keine Art im Spiel haben. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, als ich das Replay gesehen habe. Die Menge an Spotting Damage, die er hier eingefahren hat, ohne dass wir eine Art im Spiel sehen. Und ich nehme mal an, dass er den meisten Schaden dadurch bekommt, weil er die eben hier in der Mitte offen hält und die vom Hügel da richtig schön raufwirken können. Denn wir haben eine sehr merkwürdige Verteilung des Teams. Wir sehen, dass unsagbar viele Heavies, sind sowieso sehr viele Heavies im Spiel, auf den Hügel gefahren sind, auf die 9er-0er Linie. Und wenn wir uns die gesamte Verteilung mal angucken, haben wir IS-7, T-110E5, 1175, T-10, VKB, AMX 5000. Das sind unfassbar viele Heavies hier auf feuriger Bogen und recht wenig Mediums eigentlich. Im Gegnerteam sieht das eigentlich ähnlich aus, bis auf den TVP haben wir hier auch IS-7 und den 30B haben wir hier auch IS-7, M103, T-10, oho, auch eine Menge Heavies, allerdings ein paar mehr Mediums einfach und auch ein paar mehr Mediums, die hochtierig sind, die in einer hohen Stufe sind. Der TVP hat aber gerade schon ganz schön auf die Fresse bekommen, fährt dann nur noch mit 30% weg. Ich habe übrigens ein T-Shirt mit dem Blick ins Universum an. Habe ich gerade eben festgestellt, ne? Greenscreen und so. So. Da hat er den ersten Hit jetzt abbekommen. Der ging auch auf die Kette. Ansonsten fährt er hier weiter seine Route direkt in der Mitte ab. Ist übrigens eine echt gute Methode, um tatsächlich Spotting zu betreiben, wenn man der einzige Media Light ist, der das so in der Form macht. Denn irgendwie der Ru, der scheint da nicht so eine Böcke drauf zu haben. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr so stark am Leben. Ja, doch, 72% hat er noch, aber wie gesagt, Bock aktiv zu spotten hat er da scheinbar nicht. Ab und an kann er hier auch mal einen Schuss raushauen während der Fahrt. Ja, das war natürlich eher uncool von dem Ru, aber da der Ru die ganze Zeit hinten rumgegammelt hat, gehe ich einfach mal davon aus, dass der vielleicht nicht so unbedingt nachgedacht hat, wie er da gefahren ist. Oh, schön, den Ru 251 aus dem Gegnerteam rausgenommen. Ich bin erstaunt, wie präzise die Kiste gerade bei ihm hier ist. 1390 in voller Fahrt zu schießen, das klappt irgendwie nur von zweimal von 10 Schüssen oder sowas gefühlt. Aber er schießt hier tatsächlich einen Schuss nach dem anderen direkt ins Ziel. Nicht schlecht. Gerade den Ru richtig schön rausgenommen, jetzt den 1390 rausgenommen und schon steht das Gegnerteam ohne Leit da. Ru ist raus, T49 ist schon länger raus und der 1390, der ist auch raus. Keine Lights mehr fürs Gegnerteam. Das heißt, kein Panzer mehr, der hier wirklich aktiv gegenspottet. Und jetzt wird es da wirklich ein bisschen eng, aber das war gerade auch ein kleiner Fahrfehler hier vom Cinex, glaube ich. Der hat einfach den Centurion übersehen, weil er natürlich immer hier mit Blick gerichtet auf das Gegnerteam hängt. Jetzt
doch mal ein etwas aggressiverer Schritt. Ah, er fährt wirklich sehr, sehr offensiv da jetzt gerade auf den Oho rauf. Versucht an seine Seite zu kommen. Das glückt auch. Ein Schuss. Hinten. Ja, hinten brauchst du gar nicht schießen, da kommst du nicht durch. Noch ein Schuss durch die Seite und zack. Ah, T-4400 hat ihm jetzt eine verpasst. Und der E75 hat ihn da den Oho noch von der Nase weggeschnappt. Schade, schade. IS-7 fährt jetzt über die Edge-Line, also über diese Hügelkante scheinbar. Nee, macht er nicht, er bleibt dahinter. Weil er gerade einen ziemlich fetten Schuss abbekommen hat. Ja, sehr fein ausgespielt, kann man nicht anders sagen. Sehr aggressiv nach vorne gepusht. Immer schön hier Licht gemacht für das eigene Team. Und wir sehen schon, wie sich das Spiel da entwickelt. 8:1. Das entsteht nicht von ungefähr. Das kommt natürlich auch dadurch, dass er hier viel Licht gehalten oder viel Licht gemacht hat. Und das eigene Team ordentlich feuern konnte, ordentlich da in die Mitte wirken konnte. Verzeiht, wenn ich mich mal ein bisschen verplapper heute. Ich bin unsagbar müde. Meine Tochter meinte, ja, was heißt meinte, das ist ja klar, eigentlich klar, für meine Tochter gibt es halt keine Zeitumstellung. Ich habe mich eigentlich dem auch angepasst, aber ja, ich hatte die Nacht Tochterdienst, das heißt, wenn sie wach geworden ist, weil sie irgendwie Hunger hatte oder sowas, bin ich aufgestanden. So ist das halt. Und dann wird man am nächsten Tag mal ein bisschen von der Müdigkeit erschlagen und findet das eine oder andere Wort nicht. 30B noch am Leben, E4 noch am Leben, ansonsten T4400 habe ich gesehen und noch ein T440, also Geschwisterliebe ist auch noch am Start. Der T4400 geht jetzt gerade zum ersten Mal übrigens auf. Oh, der hat direkt die volle Packung bekommen. 80% Schaden, der hat überhaupt nicht lange gelebt. Das müsste auch alles in den Spotting-Schaden hier vom Cynix reingegangen sein, denn der hat da Licht gemacht. Ich bin erstaunt, dass er den da durch die Büsche entdeckt hat. Und auch hier auf den 30B. Ah, schade, jetzt wurde er noch erwischt. Und was wurde er eigentlich erwischt? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube vom 30B noch, ne? Ja, der 30B hat ihn dann noch das Licht ausgeknipst. Ist eigentlich nur noch der T-44 am Leben. Und witzigerweise T-44 sowie T-44-100, obwohl es keine Art in diesem Spiel gibt, haben sich beide hinten in die Ecke verkämmt. Das verstehe ich immer nicht. Ich meine, feuriger Bogen, ich finde die Map wirklich nur extrem frustrierend, wenn Leute sich in den Ecken verkämpfen oder es Artis gibt. Wenn es keine Arti gibt, dann gibt es in meinen Augen überhaupt keine Notwendigkeit, sich hinten irgendwo in ein Gebüsch zu stellen, gleich zum Anfang des Spieles. Und da die nicht ein einziges Mal aufgegangen sind, weder T4400 noch T44, gehe ich einfach davon aus, dass sie da in diese Ecken gefahren sind und dort ihr halbes oder ihr ganzes Leben verbracht haben. Denn der Cynix hat ja die ganze Zeit die Mitte gespottet. Wäre der T4400 da irgendwie einmal gewesen, dann wäre er offen gewesen. Und er war ja bis eben nicht ein einziges Mal offen. Gleiches gilt hier für den T44. Ist mir dann immer so ein bisschen unverständlich. Na gut. Mit einem schönen Blick auf einen wundervollen Panzer, und zwar den E75, beenden wir dann auch das Replay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gucken uns natürlich noch die Statistiken an, wie viel Spotting er dann am Ende doch insgesamt gemacht hat. Und ja, würde sagen, bis gleich im Scoreboard. Da sind wir auch schon wieder. Oh, jetzt geht es schneller weiter, als ich gedacht habe. Da sind wir am Scoreboard vom eben gesehenen Spiel vom Cynix HD aus dem Clan --G. Das waren ein Ace-Tanker, ein Spotter, ein Firefall-Effekt und eine Patrol-Duty. Hier sehen wir schon, wie viele Fahrzeuge er gespottet hat, bei wie vielen Fahrzeugen er quasi an der Zerstörung dann passiv beteiligt war. Kann man sagen passiv beteiligt oder wäre das eine falsche Formulierung? Ich bin gerade am Überlegen, ist ja auch egal. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 von 15 Fahrzeuge hat er hier aufgedeckt bzw. Licht drauf gemacht. Bei den Baserfahrungen, das wären 1483 Baserfahrungen bei einem Schadenswert von 1575 und 2 Abschüssen. Rein von der Basiserfahrung her hier mit Abstand erster Platz. Schaden kam hauptsächlich vom Centurion Action X, vom T110E4, Rheinmetall-Borsig könnte man noch dazu nennen und IS-7. Ich hoffe, ihr hört meine Hunde gar nicht im Hintergrund, aber die drehen richtig frei gerade. Im Detail Report. Kurzen Schuss abgegeben. 19 angekommen, 18 durchgeschlagen. Und
Hier ist der Spotting-Schaden. 9578 Schaden durch Spielerassistenz. Das ist ein ziemlich, ziemlich nettes Sümmchen, kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, an 12 Panzern war er da durch Spotting oder beziehungsweise Spielerassistenz an der Zerstörung beteiligt. Und das Ganze ergibt mit Premium einen Reingewinn von 63.448 Credits. 77.484 sind es ohne abgezogene Kosten gewesen. Und 2.225 Erfahrungspunkte dann mit dem Siegesbonus bzw. mit dem Premium-Bonus. Und ich finde es ziemlich beeindruckend. Vor allem, weil er nicht so typisch passiv gespielt hat, sondern er hat richtig schön aktiv immer wieder die Mitte aufgedeckt. Und so, meine lieben Freunde, spielt man auf Fiery Salient oder Feuriger Bogen einen Light. Immer schön aggressiv spotten. Natürlich gibt es auch die ein oder andere passive Möglichkeit, gerade auf Fiery Salient bzw. Feuriger Bogen. Oben auf F ist das nicht A? Ich glaube A, ne? Ist ja auch egal, ihr wisst wahrscheinlich, wo ich meine, links eben bei der typischen Bush-Posi da. Da kann man sich natürlich auch einstellen, allerdings nicht von der Seite, wo Zenex gestartet ist oder nicht so gut. Also ich finde, er hat es da richtig gut gemacht und schön auch was in der Fahrt mal rausgenommen. Gerade die beiden Lights waren, denke ich, ganz wichtige Kills, ganz wichtige Abschüsse. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mal ein Däumchen da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, Oreo. Ciao.